Welches ist das beste Auto in Wobbly Life? Ich habe schon ein paar Videos gemacht, in denen ich das schnellste Auto in Wobbly Life getestet habe. Aber da ging es immer nur als Beschleunigung in einer geraden Linie. Aber das ist ja nicht realistisch. Meistens fährt man ja auch Kurven. Und deswegen habe ich heute eine andere Challenge vorbereitet. Wir fahren nämlich hier einmal um das Rollfeld hier. Da sind ein paar Kurven dabei, auch ein paar scharfe, aber auch ein paar geraden, um halt wirklich alle Aspekte eines Autos zu testen. Und das werde ich timen, das werde ich dann erst im Schnitt quasi einfügen, den Timer, damit es ganz genau ist. Und dann erklärt euch Dodo aus der Zukunft dann, welches das schnellste Auto war. So, bevor die Züge starteten, möchte ich dem heutigen Sponsor danken, dem Abo-Button. Und der sieht doch so süß aus, den möchte man doch gern direkt mal drücken. Außerdem haben nur 10% von euch mich wirklich abonniert, also tut das bitte, denn ich möchte den YouTuber Wilde Pommes einholen. Vielen Dank. Aber um erstmal eine Marke zu setzen, testen wir hier den standardmäßigen Familienwagen, weil der steht ab und zu überall rum und wenn man halt so mal ein Auto braucht, dann klaut man den gerne mal. Also mal schauen, wie schnell der ist. 3, 2, 1, los. Schleunigung ist auf jeden Fall relativ langsam. Ich werde auch immer ein bisschen vom Gras mitnehmen und die Kurve schneiden, weil das macht man ja auch. Also das wird ein relativ realistisches Fahrszenario hoffentlich. Und da sind wir im Ziel. Die Zeit stoppt, wenn ich über diese weiße Linie hier fahre. Ist jetzt nicht der realistischste Test, aber naja. Als nächstes testen wir das Atommüllauto. Ja. Das ist einfach zu kriegen. Und ja, es hat fast jeder und manche würden sagen, es ist das schnellste Auto. Aber die Frage ist, es ist auch das Beste, mit dem man am schnellsten von A nach B kommt. 3, 2, 1, los. Verkehr wird natürlich auch immer ein Problem sein. Aber hier haben wir ja viel Gras zum Schneiden, um dem Verkehr eventuell auszuweichen. Und das müssen wir auch in Anspruch nehmen. Vor allem, weil der Wenderadius von dem Teil eher suboptimal ist. Aber hier auf der Geraden können wir wieder Speed rausholen und Zeit. Das war auf jeden Fall wesentlich schneller. Wir wissen tatsächlich, ist der Dragster schneller oder langsamer. 3, 2, 1, los. Und wenn ich jetzt einen großen Skill-Issue habe, dann werde ich den Run natürlich auch neu starten. Aber sowas hier zum Beispiel, das zählt noch, weil das ist ja meistens der Fahrcharakteristik des Autos zu schulden. Und halt, ich weiß nicht, ob das schneller war als das Atommüllauto. Glaub nicht. So, als nächstes der klare Favorit, das teuerste Auto im Spiel, ist der Typ stuck auf der Erde. Warte, hier. Okay, schnell los. 3, 2, 1, los. Das Auto hier hat natürlich die Gefahr, sich bei schnellen Geschwindigkeiten zu drehen. Aber ich glaube, hier auf der Strecke ist es nicht der Fall. Und es wendet auf jeden Fall wesentlich besser. Und Zeit. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das das Schnellste war. Es hat sich gar nicht so schnell angefühlt. Als nächstes das Super Cop Car. Ich habe keine große Hoffnung an das Auto, aber wir werden es testen. Es gab auch einen Kommentar, der gesagt hat, dass wir bei dem Rennen, bei dem Drag Race, das mit Boost versuchen sollten. Das war tatsächlich mit Boost, das hat man nur nicht gesehen. Ich glaube, es macht auch keinen so großen Unterschied. Oh shit. Nicht alles gut. Ich starte es nochmal neu. Okay, 3, 2, 1, los. Kann ich nochmal Zeit rausholen. Es war dann wahrscheinlich langsamer, aber wie gesagt, ich kann es noch nicht sicher wissen. Soll ich noch das Sofa testen? Damit die Leute wissen, wie das eigentlich fährt, weil das ist halt so goofy, das fährt man eigentlich nicht freiwillig. Je, yeah, das stimmt wohl. 3, 2, 1, los. Ups. Shit. Nee, Digga. Also, ich habe keinen Bock, da jetzt Sofa-Fahrmeister zu werden, nur um eine saubere Runde hinzukriegen. Das wird ein DNF. Vielleicht zu guter Letzt noch das Hoverboard. Okay, 3, 2, 1, los.
ist auf Speed halt auch von einem Hoverboard ist halt ziemlich limitiert und es fährt auch nicht so gerne um Kurven. Aber es geht schon, dafür ist es halt überhaupt nicht beeinflusst von irgendwelchem Gelände. Aber es scheint mir doch ziemlich langsam. Dafür ist man halt recht dünn. Aber ich glaube, das war nicht sehr schnell. Okay, hier wird eingeblendet, welches Auto das schnellste war. Wahrscheinlich das teuerste. Ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.